17. Juni 1503. Heute kam mir wieder unwillkürlich jene Begegnung mit dem alten Seefahrer in den Sinn, die mein Leben auf so eindrückliche Weise geprägt hat. Ich erinnere mich an jedes Wort, als sei es erst gestern geschehen. Ich wollte hinaus aufs Meer. Als unser Schiff den Hafen verließ, war ich fast fiebrig angesichts der knisternden Spannung, die in der Luft lag. In den folgenden Monaten sah ich uns bereits ferne Gestade anfahren und Gegenden von atemberaubender Schönheit erkunden. Ein lauter Schrei ließ mich eines Tages jäh aus meinen Träumen aufschrecken. Seeungeheuer! Was sich da vor unseren Augen im Wasser entfand, war die schrecklichste Kreatur, die ich jemals erblickt habe. Und das Blut gefror in unseren Adern, als das Ungeheuer einen meiner Männer mit sich in die Tiefe riss. Als sei dieses Unglück noch nicht Prüfung genug, suchte uns Tage später ein furchtbares Unwetter heim. Und wir beteten zum Herrgott, dass er uns bald erlösen möge. Als der Sturm Tage und Nächte lang gewütet hatte, übergab er uns endlich wieder ruhigeren Gewässern. Ja! Diesmal war der Schrei des Ausgucks eine Erlösung. Endlich waren wir am Ziel. Warum sollten wir euch glauben? Ganz recht. Nun, warum? Überzeugt euch selbst. Ich habe eine genaue Karte von dem Gebiet angefertigt, in dem wir anlegten. Wir beluden die Planwagen, um von dort mit unserem gesamten Hab und Gut ins Landesinnere zu gelangen. Als wir schließlich einen Landstrich entdeckten, der brauchbar aussah, begannen wir mit der Besiedlung. Unsere Städte wuchsen rasch und gewannen an Größe und Ansehen. Auch der Handel begann zu florieren. Hier endete damals die Erzählung. Den Talisman des alten Seemanns hütete ich wie einen Schatz und setzte alles daran, es ihm gleich zu tun und ferne Länder zu entdecken. Viele Jahre mussten noch ins Land gehen, bis ich als Kapitän mein eigenes Schiff befehligte. Leinen los, bereit zum Ablegen. Im Januar lichteten wir den Anker. Wir sind nun schon Monate auf See und hoffen, bald Land zu sichten. So, meine Damen und Herren. Tut mir leid für dieses Zeichen hier oben, aber es geht leider nicht anders, denn wir spielen heute eine wunderschöne Sache. Und zwar spielen wir Anno 1500 oder 1600. Weiß ich gerade leider nicht. Dieser Insel kann Marmor abgebaut werden. Oh! Ey, wir haben ja gleich das Beste. Wir haben Marmor. Wir haben einfach fucking Marmor. Es tut mir echt leid für diese Ruckler hier, die so zwischendurch sind. Aber ich kann das leider nicht ändern. Das ist ein sehr, sehr altes, setzt sich in Bewegung, Kommandant. Sehr, sehr altes Game. Und eben nicht so das neueste von der Qualität. Und ja, es tut mir einfach leid. So. Wir sind hier. Wer kennt den Anno nicht? Das würde mich mal interessieren, weil das eh keinen hier unten hier keiner kommentiert. Würde ich sagen, Der Scout hat ein Salzvorkommen entdeckt. Ja! Bingo! Anno ist eigentlich ein Aufbauspiel, so in der Art. Also nicht in der Art, ist ein Aufbauspiel. Und das hat was mit dem Mittelalter zu tun. Ja. Also das Projekt werde ich hier wahrscheinlich nicht schneiden. Für die Leute, die lieber Geschnittenes sehen wollen, tut mir echt leid. Ich kann nie jedes Projekt schneiden. Da kommen wir auch noch drauf zu. Kommt vielleicht ein Relay-Video dazu noch. Weil so wie ich das im Moment alles mache, kann ich nicht weitermachen. Oder möchte ich auch nicht. Ach, bin ich ein bescheuerter Idiot. Das hier hinten kommt alles weg. Hier kommen nämlich noch Häuser hin. So. Obwohl es eigentlich auch bescheuert ist, hier die Dinger hinzubauen, aber... Oh, nice.
ein bisschen Plus müssen wir ja schon mal einnehmen und natürlich die Marktstände. Ich wollte sowieso schon seit langem mal Anno aufnehmen. Kam aber nie dazu. Und wir müssen jetzt unbedingt erstmal das Ding hier bauen. Ja, wie gesagt, Anno ist ja so ein Aufbauspiel. Was bei mir sehr, sehr ruckelt. Tut mir echt leid dafür. Die Vögel werden mich überhaupt nicht nerven. Nein, nein, bloß nicht. Ah. Oh, Ruhe, alter Spiele. Alter, wollte mich verarschen. So. Gucken wir mal. Wir haben immer noch 58 Dollar minus. Sehr, sehr schlecht. Und wir brauchen unbedingt noch was zu essen, weil sonst haben wir irgendwann mal kein Essen mehr. Und dann komme ich gleich zu allem möglichen Shit, was ich alles erzählen möchte. Hier. Und wir möchten mit der erstmal alles herstellen, weil später werden wir alles brauchen. Das ist so die Sache. Ja, Anno, wie gesagt, Aufbauspiel hat was mit dem Mittelalter zu tun, so in die Richtung. Ja, Mittelalter. Ja, wir haben es im Intro gesehen gehabt, was es eigentlich zu tun hat, und ich muss gerade gucken, ja, wir kommen hinten raus, das ist gut. Und ich möchte einfach mal andere Projekte bringen, einfach mal wieder was anderes, mal was Neues, einfach mal was Frisches, Saftiges, Leckeres. Geil, kann natürlich nichts bauen. Wir werden mal vielleicht hier schon mal... Ach, guck mal, hier geht keiner Weg nicht weiter. Och, leck mich. Oh. Ja, und hier geht's natürlich auch nicht weiter. Wer hat's gedacht? Oh. Ein Haus kann gebaut werden. Und das zweite Haus kann gebaut werden. Das passt hier alles noch hier rein. Das ist gut so. Ja, da ist natürlich ein Weg falsch. Dann kommt das Haus genau da gegenüber. Dann brauchen wir erstmal hier die Häuser. Und wir brauchen dann erstmal Einkommen, Einkommen, Einkommen. Was ich eigentlich erstmal eine Farm bauen müsste, damit ich überhaupt genug Einkommen habe. Und hier müssen Bäume gepflanzt werden. Das müssen wir uns auch sicher sein. Ach, nice. 78 Leute schon in meinem kleinen Dorf. Jo, damit kann man leben. Und ich habe kaum noch was zu essen. Oh, nicht gut. Ja, nicht gut. Betriebskosten sind extrem hoch. Wir produzieren erstmal keinen Alkohol. Ich möchte mich nur essen. Ein Wirtshaus kann gebaut werden. Oh, jetzt schon. Ich glaube, wir brauchen doch langsam Alkohol. Wenn das Wirtshaus gebaut werden kann. Oh, ich muss gleich niesen. Das ist gemein. So. Da war das Niesen vorbei. Und wir verbinden auch noch diese Farben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eins müssen wir nur noch gucken, wie wir hier runterkommen oder was wir hier drüben bauen und sowas. Und ich hoffe mal, hier kommt kein anderer blöder Idiot auf meine Insel. Wenn ja, dann heißt es dann irgendwann mal spätestens, irgendwann mal Krieg. Also weil ich dann bauen kann, heißt es Krieg. Dann kenne ich keiner Baum mehr. Ah, 101. Es gibt aber keine andere Möglichkeit, Essen klar herzustellen. Gibt es schon. Oh, ja, Schifferei. Das ist natürlich auch noch eine wichtige Sache. Hier gibt so viele Tiere. Kann man noch mal einen Kantor hinsetzen? Oh, und da hinten noch mal. Oh, ja. Kein Eisenerz?
Wir haben auf den drei Bergen kein Eisen. Oh, das ist sehr bitter. Das ist sehr, sehr bitter, dass wir hier kein Eisenerz haben. So, und jetzt werden wir hier erstmal Jagdhütte bauen. Sobald ich die Rohstoffe dafür habe. Was fehlt mir? Ach, Holz fehlt mir. Was denn auch sonst? Hätte ich mir natürlich auch denken können. Na, können wir hier eine Jagd... Oh, wir können die Jagdhütte hinbauen. Schön. Ist natürlich die Frage, was soll er holen? Soll er essen und Webstoff? Ich glaube, der holt nur das hier. Und hier haben wir ja kein Alkohol. Da würde ich sagen, machen wir einen erstmal nur für Alkohol und einen nur für Essen. Und dann können wir hier vielleicht nebenan noch einen hinbauen. Oh, sieht sehr gut aus. Wir brauchen nur noch ein Holz. Und ich glaube, das kommt nicht an. Das ist, glaube ich, Essen. Müsste Essen sein, was da gerade angekommen ist. Da kann man das nämlich dann hier hinbauen. Schön. Aber wir brauchen dann noch ein paar Holzfarmen. 125 minus. Oh, Scheibenkleister. Ja, da müssen wir auch aufpassen. Wir können auch für Essen können wir uns eine Weberei, einen Fischer holen. Ich glaube, da bringt nicht ganz so viel wie die anderen Sachen. Na komm. Da können wir nämlich die zweite Farbe ja auch noch auf Alkohol umstellen und könnte man dann noch einen Fischer bauen. Ah, komm, lief ab. Dankeschön. So. Jetzt wird nur noch der Weg. Und ist alles supi. Nein, was ich eigentlich noch erzählen wollte, ich bin einfach im Moment überhaupt nicht zufrieden mit dem, was überhaupt auf meinem Kanal passiert oder mit dem, was ich allgemein mache. Wisst ihr, so irgendwie fühle ich mich komplett unwohl bei den ganzen Videos und allen möglichen Gedöns im Moment. Irgendwie ist alles so, ja, als ob ich nicht das Richtige mache. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, wie ich das meine. Ich glaube, hier ist die Venen sind zu nah aneinander. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Und hier wollte man ja noch umstellen. Der soll ja plus Alkohol, genau. Ich glaube, der ist zu nah. Ich glaube, den reißen wir mal wieder ab. Dann können wir hier noch ein bisschen Holz anpflanzen. Genau. Hier hinten wäre auch noch gutes Holz. Kann man da noch was hinbauen? Bin vor allem auch mal gespannt, wie ich das Ganze schneide. Aber es ist, glaube ich, das ist hier... Das ganze Video ist gerade in 800x600 oder 600x800. Also sehr, sehr klein. Da müsste ich was im Hintergrund packen. Dann muss ich mal gucken, ob ich was gefunden habe. Was ich schön ins Hintergrund packen kann. Ach nee, so. Oh, schöne Gerbstoffe. Hier heute. Und daraus könnte man noch Geberei. Stimmt, wir müssen ja noch hier Wolle und alles bauen. Das müssen wir jetzt noch machen. Bauen wir da hin. Und dann könnte man hier noch die zweite bauen. Ich glaube, eigentlich mögen die Tiere das mehr, wenn das Holz, also der Wald weg ist. Aber das können wir hier gerade nicht machen. Aber wir haben gerade auch keinen anderen Platz, deswegen müssen wir das gerade hier machen. Na komm. Diese Schafe. Oh, oh ja, da können wir es bauen. Nice, nice. Ich will keine Schafe. Oh, wieder ein bisschen aufforsten. Kostet uns natürlich sehr, sehr viel. So, mal gucken. Jetzt müssen wir unbedingt Geld einnehmen. Wir haben natürlich
Saline können wir uns natürlich noch nicht bauen. Die können wir ab 125 Pioniere. Und wir haben 80. Also ein paar fehlen uns noch. Und zur Kirche auch 125. Wirtshaus. Aber ich glaube, dafür haben wir leider zu wenig Alkohol noch. Man kann den bauen. Er wird, glaube ich, dann zu teuer alles. Ja, 3 Tonnen Alkohol. Das ist sehr, sehr wenig. Wenn wir hier nur 2 auf Alkohol, einen auf Essen gesetzt haben, ist es doch schon relativ wenig. Und hier sehen wir auch mit den Fischer. Kann man mal machen. Ich glaube, das reicht, wenn ich den so hier mache. Genau, der angelt jetzt schon. Und das Schiff haben wir mal hier weg. Ich habe auch was geändert hier. Das habe ich auch noch dazu für die Leute, die das Spiel kennen. Ich habe Piraten an. Und ich habe lange nicht mit Piraten gespielt gehabt. Bin echt mal gespannt, was passiert, wenn ich auf die Piraten treffe. Und ich merke gerade, hier gibt es keinen Berg mehr. Also wir müssen uns dann später nochmal eine Insel suchen mit Eisen. Weil sonst sind wir echt am Arsch. Das wird echte Probleme geben. So, natürlich habe ich gerade vergessen, den Abspann zu machen. Oder meine Verabschiedung. Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt noch oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Man of the World, wenn es wieder heißt. Willkommen bei Anno. Ciao, ciao.